willkommen zur nächsten Folge von Captain Chaos Flug. Heute auf einem Flug von Emden nach Wangerooge. Wenn wir fast der Motor abgeschmiert. Gut, schon mal den Squawk einstellen. Shit. So. Kurs 047 werde ich gleich fliegen. Richtung Wangerooge. Schöne Küste entlang dann. Und dann rüber nach Wangerooge. Ich mache das Ganze jetzt mit FS Economy, einem Plugin, was einem erlaubt, Aufträge zu fliegen. Da bucht man sich dann ein Flugzeug und nimmt einen Auftrag an und fliegt diesen dann ab. Wie man jetzt hier sieht, das hier ist jetzt der Auftrag. Ich nehme 3 Passagiere mit, habe das Flugzeug für 3 Stunden gemietet. Und in diesen 3 Stunden muss ich mich dann da hinbegeben, dort landen, den Motor abstellen und die Parkbremse anziehen. Dann erkennt er, dass ich dort bin und dann kann es losgehen. Gut, dann lösen wir mal die Parkbremse. Überhaupt kein Problem mehr.
Moment bitte, ich stelle gerade fest, ich habe meine Yoke nicht befestigt, also festgeschraubt, die fliegt gerade durch die Gegend. Die, beim Anziehen kam sie mir entgegen, das ist jetzt nicht so die clevere Idee gewesen, aber ich werde das jetzt auch nicht nochmal versuchen aufzunehmen. Gut, dann geht das jetzt weiter. Da will ich hin.
also jetzt die Richtung, wo wir jetzt gerade durchgucken, das müsste Wangerhoven sein. Das ist der Richtung, jetzt wir gerade die. Das hier tracken, das funktioniert ja nicht so. Gut. Ich habe mein Hintracken außerdem jetzt einfach verringert auf einen einzigen Punkt, der das Tracking übernimmt. Dann habe ich die vierte Achse, die dritte Achse. Also das Verdrehen und das Bewegen könnten innerhalb des Cockpits genervt haben. Und so ist die Präzision noch etwas höher über einen Punkt und ich kann hoch, drunter, links, rechts gucken. Das ist genau das, was ich eigentlich haben möchte. So, ich denke mal, ich drehe jetzt schon mal ein bisschen ein auf. So, ich gehe jetzt mal rein und fahre nicht die Flaps an. Das ist ja zwar extrem früh, aber. Na gut, was willst du machen? Das heißt, ich muss jetzt natürlich komplett neu trimmen. Ach, shit, ich trimme die Landschaft. So, wenn man das Trimrad nach unten dreht, machen wir die Trimmung hoch und trimmen wir das Ventil. So, jetzt da, wo der Kompass etwa hinguckt, das ist die Wanderung. Ich weiß auch etwa, wo der Kompass liegt. Der ist mittig drauf, das heißt, wenn ich jetzt umfliege und dann der Folge. Und es kann eigentlich nicht Wanderhoven sein. Das kann eigentlich nicht Wanderhoven sein. Das musst du dir nehmen. Ja, wir werden das schon kriegen. So, jetzt hier ein wenig runter drin. Und ein bisschen mal Gas wegnehmen.
vielleicht deine Erinnerung. Na, aber jetzt habe ich auch mit den neuen Texturen, sehen sie auch anders. Die Texturierung natürlich auch ein bisschen anders. Jetzt habe ich hier andere Orientierungspunkte, die ich vorher eben nicht hatte. Ich werde mal diese Insel nach vorne anklicken. Das wird so schön sein. Was man eben dann auch bei der Economy machen kann, ist, wenn man dann noch Geld hat, kann man auch so Besorgungspunkte und sowas an den einzelnen Orten aufbauen. Dann andere Leute hier verfliegen, weil einem selber den Sprit kaufen können und nicht von dem computergesteuerten Ökosystem, was dann häufig auch für Leute, die dann kaufen, eben bedeutet, dass der Sprit billiger ist. Oder eben Wartungszentrum kann man dann auch machen. Sowas, und man kann sich eben mit anderen Leuten zusammenschließen. Und ganze Airlines auch, denke ich mal, ich meine nicht so. Und die Einnahmen werden auch geteilt, also auch dann für das Unternehmen. Und die kaufen dann ganze so Flotten. Ich bin doch recht positiv. Dann muss man richtig fliegen. Also das nach rechts gucken, das geht gerade irgendwie überhaupt nicht.
das wäre eigentlich auch besser, als die da hinten ist. Aber so groß ist der Umweg ja nicht. Müssen wir ja nicht so. Also wir sind weit entfernt von der optimalen Route, aber mich belastet das nicht so wirklich.
jetzt die, also kann ich auch mal zeigen gleich, jetzt hier das FS Economy, das, der Flug ist eben noch nicht zu Ende, aber wenn ich jetzt hier die Mischung beende, so, erkennt er, Mischung ist, also der Motor ist aus, Parkbremse ist an, dann sagt er hier, dass der Flug gelockt wurde und dass ich jetzt eben das Resultat dessen auf der Webseite sehen kann. Somit habe ich wieder Geld verdient mit diesem Flug. Man kann natürlich auch Geld verlieren, indem man keine Leute fliegt und nur fürs Flugzeug bezahlen muss und Sprit oder so. Aber ich habe jetzt hier gerade wieder Geld verdient. Gut, hier mal Licht noch ausmachen, war das die ganze Zeit an. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.